Willkommen bei der Entdeckungstour von Assassin's Creed, das alte Ägypten. So, mit dieser Einführung auch von mir ein herzlich willkommen bei Assassin's Creed Origins. Ich bin's Matze und wir werden jetzt mehrere Touren unternehmen. Und zwar werden wir jetzt dann die schöne alte Ägypten kennenlernen. Ich werde mich dann stumm schalten. Ich hoffe, euch wird's gefallen und wir hören uns dann einfach wieder, wenn es soweit ist. Also dann, bis später. Willkommen bei Alexandria, Planung der Stadt. Alexanders Plan, seine große Stadt zu bauen, begann mit einem Vers aus Homers Odyssee. Eine der Inseln liegt im wogenstürmenden Meere, vor des Aigyptos Strome. Die Menschen nennen sie Pharos. Geleitet von diesen Hinweisen gründete Alexander der Große seine zukünftige Stadt am westlichen Ende des Nildeltas. Obwohl Alexander diesen Ort als ideal für seine große Stadt betrachtete, gab es dort erhebliche Herausforderungen. Zu schwer zugänglich bei Stürmen, es drohten durch die umliegenden Sümpfe Krankheiten und der Kalksteinboden verhinderte das Wachstum gesunder Pflanzen. Aufgrund des Einflusses seines Mentors Aristoteles erkannte Alexander der Große jedoch, dass der wahre Vorteil die strategische Platzierung war. Alexander wusste, dass er durch die Kontrolle Pelusiums im Osten, Memphis im Süden und seiner krönenden Herrlichkeit Alexandria im Westen ein Dreieck etablieren würde, das ihm erlaubte, das gesamte Delta zu kontrollieren und gleichzeitig den Zugang zum Mittelmeer zu wahren. Die großen Mauern von Alexandria hatten einen bescheidenen Anfang. Ohne Kreide, um die Fundamente der künftigen Stadt zu umreißen, mussten die Architekten stattdessen Mehl verwenden. Schwärme von Zugvögeln stießen herab, fraßen das Mehl und vernichteten die Pläne. Dies veranlasste Alexander, die Orakel um Rat zu bitten. Diese versicherten ihm, dass seine zukünftige Stadt bestimmt sei, eine große Bevölkerung zu ernähren.
Ausgrabungen unter der Führung von Mahmud el-Falaki im 19. Jahrhundert ergaben, dass die Mauerumfriedung etwa 5,2 Kilometer lang und 2,2 Kilometer breit war. Sie war circa 9 Meter hoch. Diese mächtigen Mauern sollten einer Reihe von Angriffen widerstehen, auch denen des Königs von Syrien im Jahre 169 vor unserer Zeit. Erst 295 unserer Zeit fielen sie schließlich. Nach 8 Monaten unerbittlicher Angriffe durch die Truppen des römischen Kaisers Diokletian. Alexandrias Hauptarchitekt, Deinokrates, wählte einen hippodamischen Rasterplan. Das Raster maximierte die Funktionalität mit breiten, geraden Straßen und darunter verlaufenden Kanälen. Alexander erkannte den militärischen Wert des Stadtdesigns. Die breiten Parallelstraßen ermöglichten ihm eine optimale Überwachung der Stadt und gleichzeitig den ungehinderten Truppenfluss. Ein zentraler Korridor verlief vom Nordzugang des Mittelmeeres bis zum Mariuszee im Süden. Diese Durchfahrt diente als ungestörte Verbindung für den Handel und den Verkehr zwischen beiden Häfen. Viele der Straßen waren von prachtvollen Gebäuden und Parks gesäumt, darunter die Kanopische Straße mit ihrem eindrucksvollen Tor, das an das östliche Ende angrenzt. Alexandria wurde wahrscheinlich auf einem bestehenden ägyptischen Dorf erbaut. Nach Vollendung verunglimpften die Ägypter die Stadt und weigerten sich, sie beim Namen ihres Gründers zu nennen. Sie behielten den Namen des Dorfes bei, Raket, das Gebäude, was im Hellenischen zu Rakotis wurde. Trotzdem blieb der Name Alexandria erhalten. So, ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge oder im nächsten Teil von diesem Tour. Jo, bis zum nächsten Mal. Bis dann.